Völlig abgestumpft sitzt sie da und labert nur noch Quark. Ja, ist klar, Experten streiten sich um Wirtschaftsdaten und der sture Bock spielt den Harten, doch der Abschwung läuft. Die Autoindustrie stellt schwere Fragen, die Merkel, die meint nur, das kann ich heute noch nicht sagen. Und der eitle Zwerg nennt sie Zicke, in Volkswirtschaft hat sie eine schwere Lücke. Doch sie will nichts hören. Sie pennt weiter. Mein Vorsatz, den habe ich jetzt schon ein paar Jahre, etwas mehr schlafen. Plötzlich dreht sie durch und rudert rückwärts, die Klimaziele sind nur noch Stückwerk. Früher war sie doch die Umwelt Merkel, heute ist sie bloß ein Klimaferkel, nur für die Konjunktur. Bei der Klimakonferenz, da wird man panisch, der Kurs der Kanzlerin, der stimmt ja gar nicht. Hallo Angela, können Sie uns hören? Wollen Sie die Umwelt denn echt zerstören? Doch sie will nichts hören. Sie nervt weiter. Natürlich nicht. Mhm. Du siehst alles aus, glotzt blöd zum Fenster raus. Und wenn die Hütte brennt, haust du ab ins Ausland. Oh Angie, ja du singst und du lässt gern tief blicken. Lass mal stecken, oh nee, oh Angie. Und du wirst immer mehr zu dem Dicken. Und das tut wirklich weh, oh Angie. Also ich hätte auch mal Lust, eine Kochschule aufzumachen. Ja, dann mach doch. Deutschland wird's noch schlechter gehen. Du bist die Frau mit null Ideen. Du machst auf coole Dirn, nicht mal Angstschweiß auf der Stirn. Du gehst uns auf den Sack. Das tue ich jeden Tag. Mhm. Oh Angie, ja du isst und du trinkst gern mit Bankern. Und wir bezahlen das Buffet. Oh Angie, lass den Steuerzahler ruhig stänkern. Die Wahl gewinnst du ja eh. Oh Angie, ja du schnarchst und du pfeifst auf den Gegner. Den Loser, der Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie einen Augenblick mir Ihre Aufmerksamkeit schenken könnten. Es redet jetzt Ihr Wunschpartner. Nein, bitte nicht der! Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich einen Shitstorm von bestimmter Seite ernte. Na dann pass mal auf, du. Hey, graue Maus in dem Hosenanzug. Zuerst. Ja. Und dann. Nein. Davon haben wir genug. Seit 8 Jahren sitzt du hier. Klarer Kurs, nicht dein Bier. Diese Leier geht uns auf die Eier. Mal ja und mal nein. Mal Wasser, mal Wein. Mal Huhn und mal Schwein. Mal dreckig, mal fein. Mal hoch und mal tief, mal grau.
gegen Atom, mal für Mindestlohn. Du machst gerne mal den Wendehals. Sitzt alles aus wie der Typ aus der Pfalz. Mal gelb und mal rot, mal dick und mal doof. Auch wenn es mal knallt, du bist so eiskalt. So Angels, zeig's mal, was du kannst, ne? Gute Politik, Land auf, Land ab, Tag ein, Tag aus. Und los! Land ein, Land auf, tags ein, tags auf. Land ab, oh. Tags ein, Tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Komm, lass stecken. Wir haben ja das deutsche Sprichwort. Ja. Schweigen. Ja, was denn jetzt? Reden ist Silber. Hey Angie, jeder weiß, dass du eine Krücke bist. Dein Käfig voller Narren baut den ganzen Tag nur Mist. Ach so. Wenn die Kacke dampft, machst du dich gerne aus dem Staub. Tschüss. Fragt man bei dir nach, stellst du dich stumm und blind und taub. Du tauchst gern ab, du kennst alle Tricks. Dein Name ist Hase, denn du weißt von nix. EDAT, NSA, du zeigst uns immer dein Pokerfest. Jedes Mal die gleiche Leier. Gehen Mais hin, gehen Mais her, wir sehen immer dein Pokerfest. Du hast wirklich keine Eier. Pokerfest. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage. Hey Angie, gerade ist doch Führungsstärke extrem wichtig. Da schließt du dich doch an, oder? Schließe ich mich nicht an? Oh Mann, na dann hör mal zu. Ja, wer stolpert in die Krise rein, steht in Europa ganz allein. Das ist die Angela. Hey Angela. Das Integrieren hast du verpennt und 10% der Wähler rennt zur AfD. Angela. Nicht okay, Angela. Auf dich haut jeder Bauer drauf, da stößt dir ziemlich sauer auf. Oh je, Angela. Oh je, Angela. Du lässt es zu, dass der Kasper lacht, weil der Seppel dich zum Deppen macht. Das tut weh, Angela. Oh je, Angela. Bei Griechenland, da warst du hart. Warum nicht auch bei Visegrad? Oh je, Angela. Oh je, Angela. Die wollen ein Stück vom Kuchen haben. Tja, dann sind die auch mit Helfen dran. Mach das denen mal klar. Sonst geh, Angela. Hau auf den Tisch, nein, mit der Faust. Wenn der Horst nicht will, dann schmeiß ihn raus. Mach ihn zu Frikassee, Angela. Ist okay, Angela. Ole, Angela. Ole, Angela. Wo ist dein Plan? Den Plan kann ich ja nur geben, wenn ich einen habe. Boah, meine Fresse. Für den Klimaschutz ist der Diesel, das Dieselauto heute genauso ein gutes Auto, wie es das gestern und vorgestern war. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, was unsere Kanzlerin beruflich macht. Die olle Tante zeigt den fiesen Dieselhonks nie klare Kante. Feinstaub, Husten, juckt sie wenig und zum Dieselgipfel geht sie eh nicht. Den Trottel, den sie schickte, der ganz und gar nichts hinkriegte, den lässt sie allein mit den Umweltschweinen. Denn sie ist weg. Weg. Und hier ist nur von allein, allein dieser Dreck. Dreck. Sie sagt, er kann doch so schlimm nicht sein. Sie sagt, egal, wenn das Software-Update Mist ist und der ganze Kompromiss nur Beschiss ist. Ich mach mir doch nicht die Hände dreckig. Ich hab ne Wahl zu gewinnen, also leckt mich. Jetzt warten wir die Dinge mal in aller Ruhe ab. Ja, ja, Angela, nur gerede man. Kein Plan bei G20 und Erdogan. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Zum Beispiel London, nach Italien, nach Sardinien. Und warum hast du diesen Horst nicht gleich mitgenommen? Mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Immer ist sie weg. Weg. Da bleibt der Steffen allein daheim. Sie ist weg. Weg. Hilft das dem Schulz? Ich glaube, nein, sie ist weg. Weißt du noch,
vor all den Jahren. So jung und wild mit fettigen Haaren. Und schon damals hattest du keinen Plan. Also nach 13 Jahren ist das nicht anders. Spielst mit Puppen und stehst auf Pandas. Doch ne Vision hast du noch immer nicht. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Je m'appelle Angela. Der langsam untergeht. Und Deutschland sagt Gute Nacht. Hörst du noch zu? Hallo? Ja. Ständig dieses Rumgeeier lässt dich treiben vom Depp aus Bayern. Der Obergrenzer verfolgt dich auch im Schlaf. 200.000. Du kommst selten aus den Hufen. Selbst wenn Pfleger um Hilfe rufen, regt sich bei dir nicht so wirklich viel. Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Ein Stern, der freiwillig nicht geht, weil er an seinem Stuhl festklebt und niemals Fehler macht. Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssen. Naja, da gibt's einiges, was man anders machen kann. Zum Beispiel... So, danke schön. Jetzt alle wieder hinsetzen.